der gestern schon so viel gearbeitet hat und der insgesamt schon so viel Ausreißerkilometer in den Beinen hat, dass er jetzt hier alles mobilisieren muss und das natürlich auch tut mit dem Traum von einem Etappensieg. Jetzt geht Hüsoft links raus. Ist nicht das Gelände, was Moncoutier mag. Der mag steiler. Riesengang von Hüsoft. Der versucht den Franzosen jetzt aus den Schuhen zu fahren und mit einem Schwung will er herankommen an Roy. Jetzt geht er natürlich in den roten Bereich. Und jetzt geht es auch schon wieder abwärts. Das heißt, die Steigung ist geschafft. Wieder die Chance für Hüsoft mit seinem kräftigen Pedaltritt ranzukommen an diesen schmalen, eher Bergfahrer, der das nicht durchhält. Und jetzt hat er ihn. Jetzt saugt er sich an ihn ran gleich. Und dann hat er auch noch ein bisschen Windschatten. Kann noch mal kurz Kräfte sammeln. Und dann geht es hier auf den letzten 2,5 Kilometer in einem Duell Mann gegen Mann um den Etappensieg. Schneller als normalerweise die Autos hier durch die Stadt fahren. Am Rathaus vorbei, an der Markthalle, sind sie jetzt unterwegs. 50 Kilometer und mehr. Hüsoft will gleich durchstarten. Der lässt hier gar nichts anbrennen. Sprint ankommen. Unglaublich, der Antritt. Er ist ja auch ein exzellenter Zeitfahrer und er will sich nicht überraschen lassen in einem Sprint. Vielleicht kennt er die Fähigkeiten der anderen nicht gut genug. Also es sah jetzt zum Schluss gar nicht mehr danach aus. Aber es könnte der 9. Etappenerfolg des 33 Jahre alten Norwegers werden. Und wieder nichts mit einem französischen Sieg. Aber es sind noch mehr als 1000 Meter. Die Flamme Rouge hat er noch nicht erreicht. Und es geht noch winklig hinab in den unteren Teil des Ortes und wieder hinauf. Ah, Moncoutier, der hat auch noch nicht aufgegeben. Der versucht es auch noch mal. Roy ist am Ende seiner Kräfte, aber ihm winkt das Bergtrikot. Reicher Lohn für seine Energie, die er heute investiert hat, am Tag nach seinem Ausritt über den Tourmalet. So, gleich geht es dann hier links hinab in den Ort. Wenn die da in einer größeren Gruppe angekommen wären, dann wäre es nochmal heikel geworden. Eine ganz verwinkelte Anfahrt zum Ziel. Hier links, gleich wieder rechts und dann hinab auf den Boulevard du La Paca. Das ist die Zielgerade, von der kann man aber nicht sprechen. Das ist keine Zielgerade. Es geht gewunden zu. Und hier geht es in Richtung dieser berühmten Grotte von Betaram. Da ist also die Quelle, die heilige Bernadette dann auch entdeckt hat, eine Erscheinung bekommen hat, wie man so sagt. Aber erscheinen muss dem Norweger jetzt diese Anfahrt als Idee.